Das ist ja die traditionelle Gautsch-Zeremonie. Das heißt, hier werden die Lehrlinge ursprünglich nur aus der Buchdruckerei, aus den Schriftsetzern, vom Staub und dem Dreck der Lehrzeit befreit. Wir verabschieden hier mit einer rituellen Waschzeremonie, wo sie einmal in den großen Zuber geworfen werden. Ja, sobald die da sitzen, sage ich noch einen kurzen Spruch. Danach werden sie dann von Packern und Schwammhaltern da in das Waschbecken hinein befördert. Ja, und danach sind es dann eben gegautschte junge Gesellen, Gesellinnen und Gesellen. Es war arschkalt, also wirklich, das war unglaublich und mir stehen noch die Haare zu Berge und ja, war aber cool, muss ich sagen, hat wirklich Spaß gemacht. War erfrischend und jetzt bin ich endlich gegaucht, mich gefreut. Na, ich wünsche Ihnen vor allem viel Erfolg. Sie haben hier, ich glaube, das Rüstzeug sich erworben, um zukünftig erfolgreich in Ihrem Beruf bestehen zu können. Ist nicht einfach, aber natürlich ist das Thema hier für uns Nachfolger ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, dass Sie da einen tollen Job machen, Ihre Karrieren machen und dann uns viel Freude bereiten werden in der Zukunft.